So Leute, herzlich willkommen zurück hier bei Die Siedler 6 Aufstieg eines Königreichs. Wir sind hier immer noch im Battle mit Crimson Sabbat um das Territorium. Aber das heißt immer noch, das Battle fängt erst gleich an. Und ich lasse die Geschwindigkeit mal auf 2, ja, weil ich habe Angst. Ja, scheiße, ne? Oh, sie hat noch keine Soldaten hingeschickt. Alles klar. Ja, jetzt kommen die Soldaten. Aber was ich machen kann, by the way. Diebe sind immer gut. Zum Spionieren. Das heißt, wir heuern mal ein paar an. Die schicken wir mal hier hoch. Damit die das Territorium ausspionieren können. So, und dann müssen wir nur noch auf Bataillone warten. Fuck, fuck, fuck. So, haben wir noch einen Trupp? Hier leider keinen. So, die Diebe sind da. Ich schalte mal auf 2. Wir brauchen jetzt die absolute Kontrolle. Wie ihr befehlt. Sofort. Sofort. So, die können hier oben chillen. Sofort. Natürlich. Wir müssen einfach nur im Territorium sein. Ja, ich denke mal, das passt schon. Hier sind Wölfe, interessant. Ja, und das ist gut bewacht. Die hat Fischerhütten. Fuck. Fuck, fuck, fuck. So. Die Männer, die schicke ich mal hier oben hin. Ja, hier oben ist sehr gut. Ja, und dann warte ich nochmal, bis wir ein bisschen was kriegen von Leuten her. Oh, das wird hart, ey. Das wird richtig hart. Ich weiß nicht, kann ich angreifen? Ja, ich kann angreifen. Aber ich hätte gerne noch ein paar mehr Trupps. By the way, was ich noch machen kann, ist hier ein Ding zu bauen. Einfach das Verfahren. Oh, ich bin ein bisschen nervös, mich ernsthaft zugeben. Kommt schon, Jungs. Produziert mal ein paar Waffen, Jungs. Jetzt mache ich auch noch eine Party, bin ich dumm? Jetzt arbeiten die doch gar nicht. Lagerhaus ist voll. Ausbauen, Jungs, ausbauen. Oh, ich mache auch noch eine Party und die arbeiten jetzt nicht. Oh, bin ich dumm. Ja, und das Geile ist, hier sind ja Quellen, die das Wasser am Leben erhalten. Also, was heißt die? Das Wasser nicht einfrieren lässt, das Wasser am Leben erhalten. Was laber ich? Oh, kommt schon. Jungs, arbeitet wieder! Ist vorbei. Ah, die Leute arbeiten ja jetzt effizienter, ne? Die haben jetzt Frauen bei sich. Hier, perfekt. 6. 6. Soldatenlimit? What? Kann keinen Soldaten mehr rekrutieren? Das ist krass, das ist sehr krass. Weil den Trupp hätte ich echt gerne noch, bevor ich da angreife. Auf geht's, auf geht's. Den werden wir jetzt mal nicht befördern. Kriege ich hier noch den Trupp voll? Nee, nicht mehr. Etwas Anerkennung kann einiges bewirken. Auf geht's, Jungs. Angriff, Jungs. Angriff. Noch viel mehr. So, auf geht's. Runter damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Einnehmen. Perfekt. Das ist sehr gut. Ach so, und diese Anzeige. Das Territorium ist unser. Wir müssen es gegen Crimson Sabbat verteidigen, um die benötigten Fische zu fangen. Gott, ich weiß gar nicht, ob nur mal was hilft. Also die Fischgründe eingenommen. Dann werde ich sie euch wohl entreißen müssen. Ich schicke jetzt richtig viele Truppen. Aber mal sehen, mal sehen. Ich weiß nicht, ob die Mauer was hilft. Ich weiß echt nicht. Für Anerkennung, nicht schönes Gold. Ein neuer Titel wäre. Aber sollte ja eigentlich was helfen. Ein Steinbruch ist erschöpft. Oh Gott, das ist hart jetzt. Ihr habt also die Fischgründe eingenommen. Ja, ja. Dann werde ich sie euch wohl entreißen müssen. Ah, baut die Mauer. Wo werden wir denn angegriffen? Laber doch nicht, mein Freund. Jawohl, verstanden. Oh Gott, die kommen. Oh, what the fuck? What the fuck? In den Kampf. Einem Steinmetz. What the fuck, woher kamen die denn? Ihr habt also die Fischgründe eingenommen. Mal schnell ausbauen. Dann werde ich sie euch wohl entreißen müssen. Hä, wo sind die denn hergekommen? Hey, schon unterwegs. Man kommt hier. What the fuck? Weg, 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 weg.
Gott, ich brauche dringend neue Soldaten. Die Militäreinheit wurde geschlagen. Oh, nein, nein, nein. Beruhig dich mal. So. Auf euren Befehl. Muss ich anscheinend hier auch noch eine Mauer hinbauen. Ich habe hier noch nie eine Mauer gebaut, wenn ich ehrlich bin. Ja, das geht schon gar nicht. Komm da einfach drüber. Die Mauer bringt einfach nichts. Überhaupt nichts. Unsere Truppen werden angegriffen. Oh, das ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Die machen richtig viel Damage. Jawohl! Jawohl! Oh Gott. Alles klar. Welchen Hakim lieber mitnehmen sollen, der den immer so ein paar Truppen wegnimmt. What the fuck war das? Okay. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Ah, vielleicht kann ich mich hier irgendwie durchschlängeln oder so. Der meinen Namen trägt. Ja, der Titel ist jetzt relativ egal, mein Freund. Kannst du mir glauben, ne? Auf euren Befehl. So, mach ich mal wieder auf 3. Ich kann echt keine Mauer bauen, ne? Scheiße. Aber ich könnte hier wenigstens mal eine Straße bauen. Ihr habt also die Fischgründe eingenommen. Dann werde ich sie euch wohl entreißen müssen. Ja, versuch's ruhig. So, schön den ganzen Stein verschwenden für eine schnelle Straße. Perfekt. So, hat sich auch gelohnt, das Territorium einzunehmen, damit die schneller auf den Straßen sind, damit ich hier auch Straßen bauen konnte. Einem Stein kann ich nirgendwo Palisaden bauen, ey. Schade. Aber gut. Aber gut. Wir können auch nochmal Party machen, wenn sie wollen. Bitte jetzt wieder schön Frühling, zum Frühlingsanfang, eine dicke Party. Wir sollten den Fisch eigentlich haben, ne? Oder? Ich meine, so langsam. Wie haben wir denn? 6. Ja, ja, 6 haben wir da. Gut, sieht dann ganz gut aus. Die kommen anscheinend nicht mehr vorbei. Die haben keine Lust mehr. Ja, das sieht aber dick sinnlos irgendwie. Wie ich einfach diesen... Dingenstick verteidige. Das Geile ist ja, man kann auch Bogenschützen auf Mauern schicken. Das mache ich einfach mal just for fun. Dick chillig. Sowas. Oh Gott, die haben Hunger. Schicke ich den Laies doch gleich wieder zurück. Aber wir sollten den Fisch eigentlich... Ja, wir haben ihn! Perfekt. Und ich werde diesen Karren schützen. Den werde ich auf jeden Fall beschützen. Eine Lieferung ist unterwegs. Denkt daran, dass dies meine Karren sind. Es steht euch nicht, ach so, sie zu stehlen. Ja gut, dann ist es eigentlich egal, ne? Karren zuerst hier ankommt. Ja, unsere natürlich, die hat ja nichts. Ich gewähre euch Unterstützung bei eurer. Leute, die hat auch 8 Fisch. What the fuck? Ich erwarte nichts anderes als einen glorreichen Sieg. Ja, den habe ich jetzt aber, hoffe ich mal. Meine Ladung Fisch ist nun auch zur großen Mutter unterwegs. Beeilt euch gefälligst, Kutscher. Große. Es lodert wohl doch etwas Feuer in euch. Hm? Ihr wisst, ein Territorium einzunehmen und zu verteidigen. Das schätze ich. Ja, ja. Meine letzte Aufgabe lautet, okay, fuck. Bringt mir Belagerungsgeräte, Bauteile. Das hätte ich schon vorher machen können. Eine gut ausgebaute Stadt. Also macht euch besser an die Arbeit. Das hätte ich echt schon vorher machen können. Es ist meine Ehre, euch zu dienen. Okay, den Sektor brauchen wir auch nicht mehr. Können wir eigentlich wieder zurück? Oh, das wird jetzt aber eng. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Schade. Schade, schade. Also eigentlich ganz gut, weil die Folge ist erst 9 Minuten jung. Das heißt, es passt eigentlich. Sieht, da sollen ruhig streiken. Das passt schon, wir haben ja den lieben Elias, der kann den Essen geben. Oh, wie viel brauchen wir? 15, ne? Oder? Ne, 10. Na gut. Ist machbar. Ist eigentlich jetzt kein Problem, denke ich mal. Und wenn die das liefert, steht es ja 2 zu 2 eigentlich, ne? Also. Sollte eigentlich passen. Alles klar. Jetzt erstmal Krieg erklären und die alte Mutter töten, ne? Große Mutter, ja. Die alte Gilf, ey. Guckt sie euch an, sieht die nicht heiß aus? Hm. So. Würde ich sagen, müssen wir noch arbeiten. Warten.
Könnt ihr ja mal zugucken, wie die produzieren, weil das ist echt geil hier. Das müsst ihr euch mal angucken hier. Wenn gleich mal einer kommt. Hier, guckt euch den an. Jetzt gucken wir mal dazu, weil sowas ist immer echt... Oh, fuck. Sowas ist immer echt interessant. Eine Eisenmine ist erschöpft. Einem Steinmetz fehlt es. Okay, das ist doch ein bisschen langweilig. Also, mal ein bisschen beeilen. Guckt euch das an, das ist richtig geil. Der läuft einfach in diesem Rad, ey, damit er diesen Kran betätigen kann, ey. Das finde ich richtig geil. Das ist dick chillig. Das liebe ich an diesem Spiel. Oh ja, die brauchen Dingenskirchen. War das so? Nein, das war so, ne? Ja. Die brauchen Unterhaltung. Badehaus irgendwo hier. Ja, komm einfach mal hier ins Nichts. Who cares? Das ist echt ekelhaft. Einfach im Nichts ohne Straße. Oh Gott. Findet kein Eisen mehr. Aber wir sollen uns hier einfach mal unterhalten fühlen. Wir haben's. Fällt mir gerade so auf. Ich hab's einfach nicht geblickt, ey. So, das wird auch wieder beschützt, obwohl die Krimsensabbat das ja nicht einnehmen darf. Unser, was heißt einnehmen, aber unser Gerät klauen darf hier. Eine Lieferung ist unterwegs. Ja, ja. Denkt daran, dass dies meine Karren sind. Ich glaube, das ist der Krimsensabbat relativ egal. Mal sehen, welcher Karren zuerst hier ankommt. Auf euren Und jetzt stürmen wir das Gebiet von Krimsensabbat. Einfach just for fun. Ich euch Unterstützung bei eurer Mission. Ich erwarte nichts anderes als einen glorreichen Sieg. Nein, wir dürfen das sogar einnehmen. Meine letzte Lieferung ist nun unterwegs. Noch seid ihr nicht am Ziel. Wie ihr wünscht. Ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt nicht Karren nehme. Ihr habt uns gegen die Wölfe geholfen, also Jawohl. Helfen wir auch euch. Wenn ihr eine Lawine über den Pfad nach Rekra auslöst, muss Crimson Sabbat einen Umweg machen. Ihr könnt immer noch gewinnen. Okay, das war interessant, dass der uns die Hilfe angeboten hat. Nur etwas zu spät, mein Freund. Wir sind nämlich schon durch, wir haben es geschafft. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, meine Leute. Meine Damen und Herren, natürlich. Und genau. Schon bald zu spüren bekommen. Ja, ja, ruhig bleiben. Denn jetzt kommt das Video, ich hatte recht gehabt. Und das schauen wir uns mal genüsslich an. Was gibt es, meine Dienerin? Schlechte Neuigkeiten. Euer Gegner aus dem Der Westen. Emporkömmling. Ja, er ist überraschend erfolgreich, wie es scheint. Die nördlichen Reiche haben ihm Treue geschworen. Das ist undankbare Pack. Ruft meine Generäle, sammelt die Truppen. Wir werden sie zermalmen. Wenn mein Prinz erlaubt es, gebe da einen leichteren Weg. Ihr habt einen Plan, meine Dienerin? Was wäre, wenn ein Ritter des Feindes sich unserer Sache anschließen würde? Und ihr glaubt, ihr könntet ihn auf unsere Seite ziehen? Ich kann sehr überzeugend sein. Ja, in der Tat. Möge dieser Ritter zum Dolch werden, der unserem Feind den tödlichen Stoß versetzt. Ja, und zwar dann, wenn er es am wenigsten erwartet. Ja, ja, Leute, das war's. Habt ihr gesehen, das Video war relativ interessant, fand ich, ne? Und wird auch noch spannend werden, aber ich will nichts spoilern. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Haut rein. Bis dann, Leute. Danke fürs Zuschauen und ciao.